It's your boy Skinny P. Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem ganz besonderen Video. Einige von euch kennen bestimmt die Videos von dem YouTuber Script Kid, in dem er zeigt, wie Cheater von ihm erstellte Fake-Cheats benutzen, die aber dem Cheater nicht helfen, sondern ihm schaden. Eben lade ich mir wieder ein Overwatch runter und guck rein und denke am Anfang, schade, der hat keine Skins. Mal gucken, was er so macht, weil er hat nicht direkt reingeraged. Und auf einmal sehe ich Folgendes. So, passt auf, Achtung. Er steht hier eine ganze Weile rum. Und ich dachte, ja, okay, gut, wahrscheinlich wurschtelt er halt in seinem Programm rum. Ne? Er muss das halt irgendwie einstellen, die rumlaufen. Seine Kollegen gehen vor und machen die Runde. Er läuft ein Stück, bleibt hier nochmal stehen und fängt gleich an, sehr merkwürdig rumzuaimen. Und ich dachte, sicherlich halt irgendwas falsch eingestellt. Aber, Obacht, ich will nicht so arg vorspulen, dass ihr seht, was passiert. Also, hier ist jetzt auch diese eine City gerade durchgelaufen. Jetzt fängt's an. Und jetzt müsst ihr genau darauf achten, wie sein Fadenkreuz halt rumwurschtelt. In der nächsten Runde sieht man es noch besser. Also es scheint hier auch erstmal so, als wenn er gar nicht raffen würde, was los ist, oder er ist noch am Einstellen, weil er guckt gerade nur, ne? Und der CT läuft nach hinten zur Banane und ab einem gewissen Moment hier dachte ich, hä, was? Versucht er jetzt gerade einzulocken auf irgendjemanden, ne? So, hier merkt man schon, hier geht's los. Sein Fadenkreuz ist einfach komplett am Abspacken. Und er scheint nicht zu verstehen, was los ist. Der Gegner ist da oben links. So, pass auf, die Runde ist zu Ende. Und jetzt geht's los. Es ist an der Stelle natürlich nur eine Vermutung. Aber er hat es eben schon Mate angeballert. Und jetzt zeige ich euch, worauf sich meine Vermutung hauptsächlich stützt. Er kommt gar nicht richtig voran, ne? Hier mit dem Gezuckel. Man merkt, wie er dann kurz stehen bleibt oder an die Wände guckt. Pass auf, da ist ein Feind. Und er dreht sich automatisch weg, wenn er auf den Feind schießt. Also er visiert den Feind an, versucht halt sein, was weiß ich, Hack zu benutzen, und er dreht sich automatisch um und schießt genau in die entgegengesetzte Richtung des Feindes. Schießt genau in die andere Richtung. Guck mal, er ist da. Hinten kommt jetzt auch einer, Achtung. Und er schießt in die Richtung, genau in die andere Richtung. Also jetzt hat das wohl gelassen. Da hat man eben gemerkt, dass eben, ich kann leider nicht zurückspulen, war kurz sein eigenes Schießen. So von wegen, fuck, was passiert hier? Ich mache mal kurz den Cheat weg. Keine Ahnung, ob er da irgendeine Taste drückt oder sowas und die halt dann loslässt. Und dann sieht man, dass er halt der größte Kecko ist. Wahrscheinlich ist er aber halt auch jetzt etwas abgefuckt, ne? Weil es funktioniert nicht so, wie er will. Hinten kommt gleich noch einer. Ich weiß nicht, pass auf. Er will den hier killen und hat hier nochmal versucht, normal zu schießen. Aber es geht nicht, ne? Also er trifft halt nicht, weil er zu schlecht ist. Und jetzt passt auf, es geht noch weiter. Hoppala. Also er kann hier schon nicht eben, fuck, sorry, dass er eben gespult hat. Man hat gemerkt, er schießt und sobald er schießt und den Cheat von anderen, dreht er sich halt in die andere Richtung um und eben ist er sogar ein Stück nach hinten gelaufen, weil es halt rumgedreht hat, ne? Er denkt sich, hä, warum komme ich da nicht lang? Guck dir das an. Also ich weiß es, wie gesagt, nicht sicher, ob das so ein Script-Kit-Hack ist, dem er hier zum Glück zum Opfer gefallen wäre, dann in dem Fall. Aber es wirkt so. Weil dieser Cheat ihm halt einfach nicht erlaubt, auf die Gegner zu schießen. Zumindest nicht, während er aktiviert ist, während er die Taste drückt. Dann dreht er sich einfach um und schießt nach hinten. Ich habe ungefähr hier aufgehört, die Demo zu schauen, weil ich es halt so sacklustig fand und mir dachte, das muss ich für euch unbedingt aufnehmen. Man sieht hier wieder. er dreht sich nach hinten um beim Schießen. Ja. Ich würde sagen, ich bin mir zu 80% sicher, dass er hier einem Fake-Cheat zum Opfer gefallen ist. Die Jungs werden schon böse. Wo läufst du hin? Was machst du? Guck mal, er dreht sich ständig um und kann irgendwie nichts dafür. Also er oh mein Gott, das ist so nice. Guck dir das an, wie er sich aufregt. Scheiße! Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich so einen Fall bekomme, wo jemand halt so am Reinpimmeln ist. Leider ist er recht kurz, aber wir genießen natürlich noch das, was wir sehen können. Guck mal, er kriegt's überhaupt nicht gebacken, wenn er selbst schießen muss. Guck mal, wie lange er jetzt gebraucht hat mit seinem kleinen Lenkrad, eben, wenn er halt keine Hexe anhat, ne? Jetzt muss er halt gucken, selbst zu schießen. Schwierig. Seinen Warlock hat er sicherlich da noch mit an, was es ihm ja eigentlich erleichtern sollte, Kills zu machen. Aber ja, wenn sie halt nicht in sein Fadenkreuz reinlaufen, dann passiert da halt auch recht wenig. Ich gehe davon aus, dass er es jetzt dann gleich aufgibt, mit diesem Hack dann halt weiterzuspielen und sich auf sich selbst verlassen muss. Hier ist nochmal ein bisschen Rageigkeit. Das ist wirklich schön zu sehen. Also wirklich eine richtig, richtig sweete Sache. Dass sich jemand so... Guck mal. Er kommt gar nicht von der Stelle. Dass sich jemand selbst so abschießt durch die Cheats. Beziehungsweise, dass es Leute gibt, die Cheater halt damit abfacken.
und ihnen Fake-Cheats vorgeben. Viel besser wäre natürlich Cheats, die deinen Computer komplett zerfisten, einfach alles löschen, beziehungsweise halt einfach die Maschine zerstören. Aber sowas ist auch nett anzusehen, ne? Weil das andere würde ich halt nicht sehen, wenn bei jemandem einfach der PC anfängt zu brennen während dem Spiel. Er kommt hier gar nicht drauf klar. Überhaupt nicht. Er kann nichts anaimen, er muss sich ständig umdrehen. Eben hat das nochmal kurz mit dem oben Mitte versucht, ne? Er geht hin, drückt halt wahrscheinlich seine Taste, seinen Trigger, sonst was. Und er dreht sich einfach wieder um und guckt nach hinten an die Wand. Genau gegenüberliegend vom Feind. Da oben chillt einer, den sieht er auch. Also ich nehme an, über seinen Warlock weiß er, dass da einer steht oder stand. Ja. Man sieht auch an seinen Stats, dass halt nicht viel läuft, ne? Also wirklich ein extrem geiler Fall. Holy shit. Er kommt gar nicht weg. Oh Gott, jetzt will er noch eine AWP spielen. Na gut, damit wird er wahrscheinlich auf die Kanten halt schon dann was machen können, ne? Wenn du halt... Wow, okay. Und er dreht sich direkt wieder um. Er muss von Hand schießen. Er muss die Kills jetzt tatsächlich richtig machen. Und das ist halt für einen Cheater, also jemanden, der halt eigentlich nichts kann, schwierig. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mit Wallhack geht es ja eigentlich. Da kann man das schon machen. Ja, also gerade mit einer AWP, du siehst, wann der Gegner um die Ecke kommt, das ist dann ja eigentlich ziemlich einfach. Hier würde es mich natürlich wieder sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Falls ihr die Videos nicht kennt, schaut es euch an. Wie gesagt, der YouTuber heißt ScriptKit, alles zusammengeschrieben. Und er hat, glaube ich, drei Teile mittlerweile und die heißen halt irgendwie Cheater Get Trolled by Fake Cheat Software, so irgendwie. So ähnlich werde ich auch den Titel hier natürlich nennen, um es perfekt zu umschreiben. Ja. Es ist sweet. Ich müsste ihn ja eigentlich fast anschreiben, ScriptKit, und ihm Bescheid geben, dass hier wohl einer dabei ist und ihm den Fall auch geben, dass er das mit einbauen kann. Ich glaube, das mache ich. Ich werde ihn ja gleich nach dem Video mal anscribbeln und ihn fragen, ob er die Demo haben will. Er kommt einfach nicht klar. Es ist so schön, ich wollte gerade sagen, den Cheater ganz unten auf der Liste zu sehen. Leider war jetzt die Demo zu Ende. Aber eben hat er zwei Kills gehabt, er hat einen mehr gemacht, also drei. Er wird wohl noch ganz unten stehen. Ja, also ich werde ihm natürlich trotzdem, auch wenn es nicht funktioniert hat, Aim Assist geben, wie auch Vision Assist. Und bei Adder und Ding weiß ich nicht, da bin ich mir jetzt, keine Ahnung, hat er da auch irgendwie reingeaddert. Ich weiß nicht, ob da halt auch noch ein Anti-Aim mit dabei war, der aber nicht umgesetzt wurde, wie auch immer. Ich belasse es hier bei den beiden. Und ja, wir hauen das Ding raus. Wirklich ein schöner Fall. Also ich glaube, ich war noch nie so fröhlich über einen Overwatch-Fall. Wirklich noch nie. Es ist schön zu sehen, dass die Cheater auch einfach mal gefistet werden. Hier ist noch ein Fall, aber den mache ich jetzt, glaube ich. Machen wir den noch schnell hinterher? Nee, weißt du, dann ist es wieder irgendein Rager und du, die Stimmung ist im Arsch. Nee, wir gehen jetzt so aus dem Video, dass ein Cheater richtig gebastelt wurde. Herrlich! Achso, und wir sehen uns natürlich im nächsten Video dann am Mittwoch und im nächsten Livestream morgen um 18 Uhr. Livestreams gibt es übrigens jede Woche dreimal, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Vielen Dank fürs Reinschauen, für die Kommentare und für die Bewertung. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Ihr seid halt schon sehr sweet, ne? Also Sweethaftigkeit hoch 10, kann man schon so sagen. Ja, klar, natürlich.